Hallo und willkommen zu einem weiteren Age of Empires 2 Video. Es geht weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin, in der Reihe, in der ich gegen Spieler auf verschiedenster, in steigender Elo, das habe ich jetzt schlecht formuliert, das versuche ich nochmal, eine Reihe, in der ich gegen Spieler auf verschiedensten Elo-Stufen spiele und das ansteigend, um zu demonstrieren, was ich denke, was in den jeweiligen Bereichen am wichtigsten zu achten ist und wie man sich da am ehesten verbessern kann. So, das war doch schon schöner erklärt. Heute sind wir natürlich in der zweiten Folge der 13- bis 1400er. Und haben hier den guten Torum, den ich natürlich auch sehr zu schätzen weiß. Der hat 1351, ist damit so ziemlich in der Mitte. Ist auf Arabien ein sehr guter Spieler, hat sich aber auch bereit erklärt, mal Arena mitzumachen. Da hatte ich jetzt bislang Probleme, einen Kandidaten für zu finden in dieser Reihe. Und er hat auch gesagt, er spielt grundsätzlich alle Karten. Deshalb habe ich ihn mal für Arena gebucht. Wird sich jetzt hier, hat auch schon gesagt, für ein zufälliges Volk einfach entscheiden. Bei mir ist das ja, wie wir es schon kennen, mit dem Pick-Tool hier angesagt. Wo haben wir es denn? Da ist es doch. Da hat auch ein Zuschauer bei der letzten Folge zu Recht kommentiert, dass ich die Briten fälschlicherweise schon rausgenommen hatte. Die sind eigentlich noch gar nicht dran gewesen. Was ich aber absichtlich mache, ist, dass ich für diese Runde die Inka hier aus der Verlosung rausnehme. Denn ich möchte jetzt in diesem Elo-Bereich, habe ich auch schon auf Arabien gemacht, neue Strategien zeigen. Und was ich jetzt zeigen möchte, ist ein Scout-Rush für Arena. Und deshalb möchte ich die Inka hier erstmal ausklammern, weil die das ein bisschen anders machen müssen quasi und ich es ein bisschen allgemeiner halten wollte. Wir haben auch die Inder, das ist tatsächlich dafür auch ein hervorragendes Volk, damit ich es nicht vergesse, mache ich die Kollegen hier direkt schon wieder rein und die kommen danach raus, dass ich das fürs nächste Mal schon gespeichert habe. Wunderbar. Inder sind jetzt nicht so der Kracher auf der Karte unbedingt, sind aber auch nicht super schlecht. Ja, man kann mit denen natürlich gut boomen und im Late Game kann man dann mit starken Schießpulver-Einheiten und seinen Kamelen und natürlich auch einen ganz passablen Husaren punkten. Aber sie sind jetzt kein Volk, das man unbedingt auf Arena picken möchte. So, dann ist glaube ich alles gesagt. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg. Aufnahme sieht gut aus. Mal gespannt, was er bekommt. Die Birmanen, die sind tatsächlich auf der Karte ziemlich gut. Können mit ihrer Spezialeinheit im Arambai ganz gut was machen. Das ist auch die andere Variante, die ich auf der Karte auch noch zeigen möchte in diesem Elo-Bereich, nämlich den Castle Drop. Haben wir schon zweimal von meinen Gegnern gesehen, einmal offensiv, einmal defensiv. Da ist im Prinzip die Idee, dass man, sobald man in der Ritterzeit ankommt, direkt seine Burg baut, um auf seine Spezialeinheit zu setzen und Druck aufzubauen. Das kann man auf der Karte auch hervorragend machen. Ich werde jetzt aber hier einen Fast Castle kombiniert mit einem Scout Rush spielen, was erstmal natürlich ein bisschen paradox klingt. Der Grund dafür, den habe ich auch in einigen vorigen Folgen schon ein bisschen angeschnitten, ist, dass ich um die Reliquien aktiver kämpfen möchte. Und so wie ich das bis jetzt gespielt habe, war es ja extrem passiv allgemein auch. Das heißt, mein Gegner konnte theoretisch auf der Karte machen, was er wollte. In einigen Partien lief das dann auch so, dass der Gegner tatsächlich hier lange Zeit es vorenthalten hat, auf der Karte irgendwas zu bauen, einfach weil er zum Beispiel mit seinem Scout oder seinem Bogenschützen unterwegs war. Und wenn man eben auf dem Weg in die Ritterzeit ein paar Scouts macht und gegebenenfalls noch ein paar Speerträger, dann kann man am Anfang der Ritterzeit eben die Karte so ein bisschen dominieren oder zumindest darum kämpfen und vor allem, und das ist der wichtigste Punkt dabei, um die Reliquien kämpfen, denn die werden nicht mehr kampflos hingenommen quasi. Top-Spieler kämpfen wirklich sehr, sehr rigoros um die Kontrolle der Reliquien. Da wird schon mal einiges an Scouts rausgeprügelt am Anfang der Ritterzeit. Oder auch auf dem Übergang in die Ritterzeit. Nur um eben die Reliquienkontrolle zu erlangen. Und Scouts sind extrem gut gegen Mönche. Sind resistent gegen die Bekehrungen und machen Bonusschaden. Deshalb eine hervorragende Kontereinheit. Und da eben Scouts selber von Speerträgern gekontert wird, macht man da in der Regel einfach beides, also man kontert die gegnerischen Speerherr, die gegnerischen berittenen Speer mit Speerträgern und die gegnerischen Mönche mit den Scouts und versucht dann die Reliquien zu erlangen. Jetzt hat mein Gegner hier noch den Vorteil, dass er Bemane ist und dadurch, oh, da ist das Wildschwein, sehe ich gerade, das war gar nicht so geplant. Dadurch sieht er bereits von Anfang an, wo die ganzen Reliquien sind. Ich muss die erstmal escorten. Zusätzlich, da ist das Bild schon, hat das Ganze mit den Scouts oder allgemein, man kann auch Armbrustschützen machen, das ist auch eine Variante, aber ich zeige jetzt erstmal das mit den Scouts eben.
Genau, der weitere Vorteil ist, wenn der Gegner einen offensiven Castle-Lob spielen möchte, also er baut direkt am Anfang der Ritterzeit seine Burg, wie wir es, glaube ich, auf der ersten Arena-Folge auch schon hatten, dass da bei mir vor der Haustür eine Burg gebaut wurde. Dann sind wir besser darauf vorbereitet. Wir können die den Castle-Job quasi verhindern oder zumindest verzögern, indem wir eben mit unseren rittenden Speeren da so ein bisschen Stunk machen. So, ich werde später nach den weiteren Liquien suchen. Erstmal werde ich jetzt, und das haben wir in dem vorigen Elo-Bereich schon gelernt, die Rehe mit anlocken. Hier, das hier sieht gar nicht gut aus. Das wollen wir ein bisschen sortieren. Und auch hier ist das Wildschwein an der Mauer. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass man das nicht übersieht. Und bei den Indern würde ich sagen, kann man... Ich mach's mal konservativer, also man kann wahrscheinlich auch weniger spielen mit dem Scout Rush, aber ich werde mal 26 Populationen anpeilen. Oh, da habe ich keinen Dorfbewohner produziert, das war nicht gut. Die Riesen echt sehr nah diesmal. Also selbst für meine bescheidenen Rehflüstererfähigkeiten machbar. Mach schon mal ein Haus, damit ich es gleich nicht vergesse. Ich habe ja gesagt, 26 Populationen. Da müssen wir dann auf jeden Fall noch ein Haus mehr bauen, sonst reicht das nicht. Und jetzt schaue ich mich weiter nach Reliquien um. Also es kann auch sein, dass natürlich, dass er, das ist mit den Wimmern durchaus üblich, auf seine Spezialeinheit gehen wird. Auf die Arambai sehr, sehr stark. Jetzt bin ich schon hier ein bisschen zu weit. Na, vielleicht kann ich ihn erwischen, hier steht er so ein bisschen. Mal gucken, ob er aufpasst. Wenn ich den ersten Hit bekomme, dann gewinne ich diesen Kampf. Ich muss jetzt also eigentlich weglaufen. Macht er aber nicht. Da habe ich jetzt also schon mal erstmal einen Vorteil, weil ich jetzt eben einen Scout habe und er nicht. So, bei den Innern ist es ja so, dass die Dorfwohner weniger kosten, deshalb habe ich allgemein weniger ausgegeben auf dem Weg in die nächste Zeit hier. Das ist sehr, sehr praktisch natürlich. Werde wahrscheinlich auch gar nicht mal so viele Felder brauchen. So, hier ist eine Reliquie, da ist eine Reliquie, da ist eine Reliquie. Ich glaube, ich habe meinen Gedankengang eben nicht so ganz zu Ende geführt mit den Arambai. Also eine sehr starke Einheit, wie gesagt. Und ich kann eben, wenn er die Burg nach vorne bauen möchte, eben bei mir, kann ich das Ganze mit meinen Scouts und meinen Schwerträgern und meinen Menschen, die dann natürlich auch dazukommen sollten, so ein bisschen verzögern, vielleicht sogar verhindern. Und wenn ich dann schon Mönche habe, die sind auch gar nicht mal so schlecht gegen Arambai, also habe ich dann auch ein Stück weit schon einen Konter am Start. Ich glaube, ich mache mal noch ein drittes Feld. Ich werde vielleicht sogar... Ich mache noch eins mehr. Die anderen... Oh, ich habe noch ein Reh übrig, sehe ich gerade. Das habe ich ganz vergessen. Dann hätte die beiden Felder hier eigentlich nicht mehr gebraucht, aber es ist nicht so schlimm. Naja, ich laufe mal ein bisschen mit dem Scout rum und suche Reliquien, damit ich mir jetzt hier die Gebäude ordentlich bauen kann. Die bauen jetzt hier den Stall, den mache ich ein bisschen weiter vorne, damit der näher am Ausgang ist. Oh, mir fällt hier Holz, das ist nicht gut, hätte ich dich die beiden hier nehmen sollen. So, dann mache ich das mit zwei, damit das noch hinkommt hier. Oh, keiner Dorfwohner gebaut, das ist ein Fehler. Ach, ich lasse die danach einfach das Reh einzeln einsammeln hier. Keine Lust, noch irgendwie groß Micromanagement zu betreiben. Kann gut sein, dass er hier den Castle Drop spielt. Er ist halt ein bisschen später als ich erst in der nächsten Zeit. Also er ist noch gar nicht in der nächsten Zeit, ist die korrekte Diagnose.
Kann natürlich sehr gut sein, dass er den Castle Drop versuchen wird. Schau ich mal, was ich so finde. Gebäude, die nahe der Mauer gebaut wurden, geben auch schon mal ganz gut Aufschluss immer, was denn der Plan sein könnte. Vier Scouts ist erstmal Standard. Leider kann ich hier nichts sehen. Er weiß jetzt, was ich tue. Ja, und sobald wir eben hier in der nächsten Zeit sind, baue ich ein Kloster. Schade, dass ich hier wirklich gar nichts sehen kann. So, ihr beiden baut ein Kloster hier, dann könnt ihr noch ein Haus bauen. Das ist Holz-Upgrade. Also wenn er eine Burg offensiv bauen möchte, dann werde ich das auf jeden Fall mitbekommen jetzt mit meinen Scouts. Und wie ihr seht, baue ich noch nicht direkt meine Dorfzentren. Das kann ich mir natürlich auch nicht leisten, weil ich eben hier zusätzliche Gebäude baue. Ich hole mir jetzt erst die Reliquie, die ein bisschen weiter vorne ist. Oh, da hat er einen Speerträger gemacht. Und hier, ja. Schauen wir mal. Dann mache ich noch mehr. Oh, das soll nicht sein. Das war nicht gut für mir. Gucken, ob hier noch Dorfbewohner sind. Oder sonst was. Also er hat auf jeden Fall eine Kaserne gebaut. Das ist schon mal eine gute Information. Eine wichtige Information. Dann hole ich mir doch erstmal diese Reliquie hier. Und versuche mit den Scouts aktiv zu bleiben. Da, also da kommt die defensive Burg von ihm, alles klar. Na, ah, da habe ich mehrfach jetzt hier meinen Einsatz verpasst quasi. Oh, Häuser habe ich auch verpasst, nicht gut. Aber er baut die Burg halt zu Hause, das heißt für mich ist die Bedrohung insgesamt natürlich nicht ganz so groß. Ich baue mein Dorfzentrum hier am Stein, dann kann ich mir eventuell auch defensiv noch was holen. Und ich mache weiter Mönche. Guck, ob er noch einen Mönch vielleicht irgendwo am Start hat. Sieht aktuell nicht danach aus, ob von ihm Mönche unterwegs sind. Er macht aber sehr viele Speerträger tatsächlich. So, die Kollegen, den Kollegen kann ich nach Hause holen. Und bald ist möglich, möchte ich natürlich mein nächstes Dorfzentrum haben. Wie viele Reliquien habe ich schon? Also er hat wahrscheinlich doch irgendwo eine bekommen oder ich habe noch eine noch nicht gescoutet. So, noch ein Dorfzentrum. Vielleicht ist hier oben tatsächlich noch eins. Sehr, sehr viele Speerträger. Aber ich habe auch viele
Wird eine Speer gemacht. Eigentlich sehr legitim, was er da macht. Oh, da ist ein Mönch. Schön drauf da. Ach, da oben ist die letzte Relikte hier, die ich noch nicht gesehen habe. Da baut er seine offensive Burg. Dann gehen wir mal mehr hier drauf und holen uns auch ein Upgrade hier für unsere Dorfzentren. Und dann gehe ich auf ein paar Plänkler, die sind sehr gut gegen Rambai grundsätzlich. Ja, noch ein Upgrade holen. Wunderbar, jetzt habe ich vier Reliquien also, wenn das hier durch ist, das ist schon mal ganz gut. Und ich mauere auch hier so ein bisschen schon mal vor, damit er nur hier eben durchkommt. Brauchen mehr Holz, wie es aussieht. Das Upgrade brauche ich noch. Das weiß natürlich nicht, wie intensiv wir auf die Einheit gehen. Wir haben schon einige gemacht. Dann können wir auch eigentlich zwei Schießanlagen bauen. Tut auf jeden Fall nicht weh. So, mal gucken. Habe ich schon einen bekommen, wunderbar. So, ich brauche weitere Felder. Und das Upgrade fehlt mir noch. So, was können wir noch machen? Ja, also so langsam brauche ich einfach nur mehr Felder, um dann auch bald in den Breizer zu kommen. Komme ich an den dran? Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Na doch. Okay, er macht eine Ramme, um hier durchzukommen. Dann baue ich hier hinten ein weiteres Kloster. Oh, die Felder hier wurden gar nicht gebaut. Oh, jetzt habe ich eine Reliquie tatsächlich bei ihm ausgespuckt. Natürlich nicht so gut. Gegen seine Ramme muss ich mir bald was unternehmen tatsächlich. Könnte mit seinem Skorpion, ist auch nicht schlecht. Eine Häuser gebaut. Mal sehen, ob ich die Reliquie trotzdem noch bekomme. Oh, keiner baut Häuser.
Schieß doch auf die Rahmen. So, jetzt kann ich meine Brücke aufbauen. Baut denn keiner die Häuser? Ich bin echt verwirrt mittlerweile. Was soll ich meine Burg hier? Müsste ja eigentlich nicht mehr allzu viel machen können. Oh, ich habe die eine Reliquie immer noch nicht eingesammelt. So, ich werde jetzt hier einfach mit dem Plankton erstmal weitermachen und sobald ich in der Breitzeit bin, dann die den Tribok machen. Ich hätte die die Mangen hier schon früher machen müssen, das war ein Fehler. Oh, und mir fehlt immer noch die Universität, ich komplett vergessen. So, wegziehen hier. Na, da verliert er. Seine Dudes so ein bisschen. Aber ihr seht, ihr macht das extrem stark, ne? Also ich bin super eingeengt hier. Oh, ich bin die ganze Zeit keine Dorfwunder gemacht. Das ist gar nicht gut. Auch den Marktplatz brauchen wir. Also er hat mich super aus dem Konzept gebracht, insgesamt. So, wir machen direkt das Upgrade. Wir holen uns den Kollegen hier. Die Mie direkt dahinter. Wunderbar. Wir haben kein Gold mehr, sehe ich gerade. Aber ich direkt mal auch die neue Burg hier hinter. Das Upgrade nicht gemacht habe ich. Wunderbar. So. Und vor allem, was er super gemacht hat, also das können wir vielleicht in der Analyse besser besprechen, dass er mir halt Platz genommen hat. Was er jetzt noch machen könnte, wäre eben Kavallerie dazu hinzufügen. Da bereite ich mich auch nochmal vor, hier Kamele dazu zu bauen. Aber erstmal müssen die Kollegen hier weg. Und danach möchte ich noch ein paar Kanonen bauen. So ein bisschen verkaufen die vielleicht. Repariert er? Ne, tut er nicht. So. Hier können wir uns auch noch die Belagerungsingenieure holen. Oh, ich laufe die ganze Zeit in die Burg hier rein. Jetzt mache ich ein paar Kamele dazu. Eigentlich wollte ich ja Schießpulvereinheiten machen, also größtenteils. Das kommt noch jetzt. Das machen wir jetzt, wenn wir nach vorne gehen. Hotkey, da ist er. Oh, hier ist aber einiges im Argen. Ja, machen wir von den Dingern hier. Kannst anfangen, die Map Control eben zurückzuholen jetzt. Was hat er hier vor?
Noch eine Burg vielleicht? Ja. Wäre ich mir nicht so sicher. Ja, den oberen Tribok hätte ich nicht so stehen lassen sollen. Das war nicht so gut. So, und ich habe gerade gesehen, dass er Schwertkämpfer anfängt. Die sind sehr gut gegen Trash-Einheiten, wie eben meine Plänkler. Aber sie sind sehr schlecht gegen Kanoniere und die wollte ich ja eigentlich auch noch machen. Dann kann ich mir auch... machen wir erstmal Sultan, da habe ich mehr Goldeinnahmen. Ich denke, ich habe seine Aggression halt abgewehrt und denke, das Spiel ist insgesamt dann dadurch eigentlich vorbei. Nicht so viele unter... Oh ja, da habe ich den Wegpunkt nicht aktualisiert wahrscheinlich. So, dann noch alles schön hier nach vorne. Aber hier oben ist er schon. Nehmen wir mal die Kamele und schicken die hier hoch. Und... Jetzt hat er ein Upgrade. Ja, sieht gar nicht schlecht aus bislang. Brauchen auf jeden Fall noch mehr Produktion. Laufen wir mit den Kamelen hier rein, um einfach zu gucken, was Sache ist. Hier dann noch ein Dorfzentrum. Ja, das dürfte demnächst dann vorbei sein. Hier könnte ich noch mal ein bisschen aufräumen. Die Kanoniere sollte ich eigentlich besser hier draußen stehen lassen. Die Plänkler brauche ich nicht mehr so wirklich. Er wird jetzt wahrscheinlich mit seinen Infanteristen von hier oben kommen, also würde ich mal vermuten. Plänkler verteidigt einfach so ein bisschen seine Wirtschaft. Ja, bin gespannt, worauf er wartet. Da kommen seine Infanteristen. Da ist noch Gold, Stein, meine ich. So richtig, worauf er wartet, weiß ich gerade nicht. Na, schauen wir mal. Ob er noch irgendwas in der Hand hat, was sich mir nicht erschließt. Er wollte vielleicht noch auf das Champion-Upgrade warten, das hat er jetzt mittlerweile auch. Können aus seiner Reliquie klauen gehen. GG sagt er. Ja, wie gesagt, wir gehen gleich in der Analyse natürlich ein bisschen genauer darauf ein, aber das war doch jetzt auch merklich die bislang beste Arena-Partie in dieser Reihe. Hat er sehr gut und sehr aktiv gespielt und, na gut, von mir jetzt auch nicht unbedingt parademäßig vorgemacht, denke ich mal, aber hat er mich ja auch zugezogen. Ist ja nicht so, dass ich das mir das ausgesucht hätte. Wichtig war, dass ich so ein bisschen frühzeitig vorausgedacht habe, was die nächsten Schritte sein könnten, aber das sehen wir, wie gesagt, gleich in der Analyse. So, dieser Wert, der ist irgendwie immer ganz komisch. Er hatte natürlich eine Reliquie, also ich weiß nicht, warum das hier nicht drin steht. Aber er hat wahrscheinlich, ja genau, er hatte nicht ganz so viele Dorfbewohner. Er hat, das werden wir gleich in der Analyse sehen, wahrscheinlich auch lange Zeit nur mit ein oder zwei Dorfzentren gespielt. So, kurz gucken.
Das Ganze hat eine halbe Stunde Echtzeit gedauert. Dann schauen wir mal rein. Wenn es denn lädt. So. Also, wie gesagt, meine Idee war ja, die Map Control zu holen mit den Scouts. Das hat auch erstmal gar nicht so schlecht geklappt, aber ich bin halt ständig in seinen Sperrträgern gelaufen, weil ich total unaufmerksam gespielt habe. Ich habe trotzdem 4 von 5 Reliquien bekommen. Welche hat er? Er hat, glaube ich, sich die hier geschnappt. Oder die hier. Eine von beiden auf jeden Fall. Glaube ich. Vielleicht war es auch die in der Mitte. Auf jeden Fall hat er eine bekommen, natürlich. Und seine erste Burg aber defensiv gebaut. Wahrscheinlich auch bedingt durch die Scout-Präsenz. Aber schauen wir gleich mal, wann er angefangen hat, seine Sperrträger zu bauen. Oder ob er die Kaserne allgemein schon am Start hatte. So, an sich macht er jetzt auch nicht groß was anderes als ich natürlich. Hier muss ich dazu sagen, das Holzfäller gefällt mir überhaupt nicht. Da hätte ich an seiner Stelle einfach hier das gelöscht, um hier in die Ecke zu gehen. Oder hier unten halt. Aber das hier ist, glaube ich, so eher unglücklich geraten. Dass er später, als ich in der nächsten Zeit war, liegt, ich würde mal schätzen, dass er 3 oder 4 davon erst nach mir hochgegangen ist, einfach um diesen Burg eben schnell hochzukriegen. Das ist auch Standard. Das hat er wahrscheinlich zu spät gemerkt, um darauf zu reagieren, oder es war ihm egal. Aber hier sehen wir auch, also die klumpen sich jetzt schon sehr und dieses Holz, das wird halt nicht lange halten. Deshalb ist das eher nicht so die gute Wahl gewesen. So, 28 Populationen, ich hatte 25 gespielt, also 3 Dorfwohner Unterschied. Nee, warte. Achso, ich habe den lesend. Hier davon Unterschied? Ach, ich habe ja den Scout noch. Ja, jetzt ergibt alles Sinn. So, aber ich schalte mal wieder auf seine Sicht, einfach um zu sehen, was er sieht. Er macht Schmiede Marktplatz. Das ist Standard auf jeden Fall für den Aufbau, den er hier wählt. Werden gleich mal fragen, ob ihm schon an. Obwohl, er hat meinen frischen Scout relativ früh gesehen, von daher weiß er spätestens, wenn er 2 Scouts sieht, natürlich. Was Sache ist. Früher war diese Strategie hier, die er gespielt hat, übrigens noch stärker, weil die Arambai früher mehr Angriff hatten und dadurch besser gegen Gebäude waren. Dadurch kamen die schneller durch Steinmauern zum Beispiel durch. Da war das sehr beliebt, auch das sehr All-In-lastig zu spielen, also wirklich mehrere Burgen nach vorne klatschen. Das ist mittlerweile nicht mehr so möglich, weil die Arambai zwar, also die haben sowohl einen Nerf als auch einen Buff parallel erhalten, so ein bisschen. Aber jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wann er das gemacht hat, aber es war auf jeden Fall erst auf dem Weg nach oben. Weil die werfen ja so Dartpfeile und wenn die daneben gehen, haben die früher nur 50% Schaden gemacht, wenn sie irgendwas anderes zufällig getroffen haben. Und jetzt machen die daneben geworfenen Pfeile auch 100% Schaden. Dafür macht der Arambai aber insgesamt halt irgendwie 3-4 weniger Schaden. Daher sind die nicht mehr ganz so stark gegen Gebäude, aber insgesamt stärker gegen Einheiten. Also es ist eigentlich meines Erachtens nach ein fairer Tausch. So, er macht jetzt hier die Felder nicht neu, ist denke ich auch alles in Ordnung. Und das hier wird ihnen halt noch wehtun, das ist nämlich auch aktuell seine einzige Holzquelle. Sein Speerträger ist er im Gegensatz zu mir sehr, sehr aktiv gewesen. Hat sich auch früh das Kloster hier beschafft. Aber das Gute bei ihm ist ja, er ist ja Bemano und wir sehen an der Minikarte natürlich, dass er die Standorte aller Reliquien konstant sieht und er sieht auch, wann ich Reliquien einsammle, also wenn die nicht mehr sichtbar sind. Das ist bei mir aber auch so. Also wenn ich auf der Minikarte schon eine Reliquie erkundet habe und er die wegnimmt, dann sehe ich, dass sie nicht mehr da ist. Er weiß jetzt, dass die eigentlich schon weg ist. Sein Aufbau ist halt ein bisschen auf Kante genäht, sagen wir es mal so, ne? Weil er so viele Ressourcen in diese Burg, er hat auch sehr, sehr viele Leute auf Stein. Jetzt finde ich vielleicht, das ist noch ein bisschen dieser All-In, wo so viele drauf auf Stein waren. Aber er wollte halt auch relativ fix zweite Burg bauen, um dann in die Offensive zu gehen. Nochmal zur Erklärung, die erste konnte er deshalb nicht offensiv bauen, weil ich eben meine Scouts auf der Karte hatte. Wenn ich es besser gespielt hätte, also auch mehr Sperrträger gemacht hätte, dann hätte ich Sperrträger gegen Sperrträger einfach tauschen können und dann mit den Scouts aktiv sein können. Von daher war das keine besonders gute Option für ihn, direkt mit der ersten Burg nach vorne zu gehen. Jetzt holt er sich hier auch mehr Holz. Wahrscheinlich kommt jetzt das zweite Holzfällerlager von ihm. Aber wir sehen, dass er mehr Dorfbrunnen hat als ich. Da habe ich wahrscheinlich irgendwo mal 1, 2 Scouts eingeworfen, während ich dann vergessen habe, Dorfwohner zu produzieren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah, die Reliquie kriegt er tatsächlich, die habe ich schon. Von der wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nichts. Weiß auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich mein zweites Dorfzentrum erst im Bau, ne? Ja, genau. Im Gegensatz zu diesem Boom-Aufbau, den ich ja sonst in den vorherigen Folgen auf Arena gespielt habe,
habe ich meine Dorfzentren ja deutlich schnell, später erst gebaut und bei ihm wird es, wenn überhaupt, ach du Scheiße. Ja, da kann man wenigstens mal den Wall löschen, mein Guter. Das heißt hier insgesamt doch die etwas langsamere Variante, was die Wirtschaft angeht. Das geht ja hier nach vorne, hat sich die Zeit gekauft. Eigentlich hätte ich auch die Dorfwohner noch erwischen können. Er hat nicht so viel Sperrträger. Also ich glaube, mein Fehler war hier auch grundsätzlich nicht genug Sperrträger gegen seine Sperrträger zu machen. Das hätte mir sehr viel gebracht. Dann hätte ich gegen diese Dorfwohner hier einfach mit meinen Scouts kämpfen können und diese Burg sogar eventuell verhindern können. Das wäre sehr, sehr gut für mich gewesen. Obwohl er dann, zu diesem Zeitpunkt hatte er schon seinen Arambei. Nee, ich nehme es zurück, mit dem Arambei hätte er das so oder so verteidigen können hier. Das wäre kein Thema gewesen. So, aber wir können das mal aus meiner Sicht nochmal machen. Also ich sehe das. Er hat nämlich hier auch einen kleinen Fehler gemacht. Ich könnte das mal kurz analysieren. Er baut nämlich seine Burg vor meinem Tor. Und es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Tor und, und Mauer. Die Mauer hat, wenn man keine Upgrades hat, nur zwei Kacheln, zwei Spielfelder Sichtweite. Das heißt, wenn er die Burg dann hier baut, kann ich das nicht sehen. Die Tore dagegen haben in so einem Halbkreis eben eine vergrößerte Sicht. Das sind, glaube ich, doppelt so viele teilweise. Oder warte, das geht da bis hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar dann. Das heißt, wenn man eine Burg bauen möchte, ohne dass der Gegner merkt, dass man sie baut, muss man sie in einer Ecke bauen, wo kein Tor ist. Und also zum Beispiel hier. Dann hätte ich das gar nicht, gesehen. Aber so merke ich das eben. Und was sind meine, was ist meine Antwort oder meine Optionen hier? Erstmal Arambei werden von eben Elite-Plankton gekontert, das haben wir gesehen, die machen extrem viel Schaden dagegen. Aber es ist nicht so klar, weil eben die Arambei selber schon so viel Schaden machen. Deshalb sind die auch gegen Plankton selber gar nicht mal so schlecht. Also es sind zwei Einheiten, die sich gegenseitig relativ schnell töten. Die haben aber auch, das ist noch ein Nachteil von ihnen, relativ wenig Reichweite, 5. Und der Mönch hat hier eben 9. Also deshalb habe ich auch mehr Mönche noch gemacht und mir noch das Lebenspunkte-Upgrade für Mönche, glaube ich, auch gegönnt. Mit einer Einheit, die fast doppelt so viel Reichweite hat, kann man die relativ gut fernhalten. Erstmal, ich habe, glaube ich, nur eine Bekehrung bekommen, aber ich habe ihn dadurch auch ferngehalten. Mein Fehler war letzten Endes, und da möchte ich ihn nochmal loben, dass er das überhaupt gemacht hat. Also diese RAM und die Belangsaft an sich waren wirklich sehr nützlich von ihm. Es hat sehr viel Druck aufgebaut noch. Ansonsten wäre er nie im Leben überhaupt in die Basis so eingedrungen, also in diesem Bereich. Oder hätte das Kloster halt nicht so bedrängen können. Da hätte ich halt auf jeden Fall früher meine Waffenschmiede bauen müssen. Das wäre auf jeden Fall wichtig gewesen. Wahrscheinlich wichtiger als das zweite Kloster, um die Reliquien zu evakuieren. Das hätte ich auch grundsätzlich ein bisschen früher machen können alles. Also, ja, ich habe auf jeden Fall nicht die perfekte Reaktion gezeigt, aber was eben wichtig war, ist, dass ich ruhig geblieben bin, überlegt habe, was muss ich gegen diese Einheiten machen. Und die machen immer noch zumindest passablen Schaden hier gegen das Gebäude. Das ist gar nicht mehr so schlimm. Erstmal, ich habe den Bereich abgemauert mit Häusern erstmal, damit er nicht einfach so reinlaufen kann. Ich habe mir direkt Elite-Blinker geholt, die Reichweiten-Upgrades erforscht, der Botgepfeil ist schon in Produktion. Habe mir hier noch das Mönch-Upgrade gleich geholt, noch ein paar zusätzliche Mönche gemacht, um einfach, wenn die hier in dem Bereich sind, anzufangen, die zu bekehren. Und auch eine zweite Schießanlage dazu gebaut. Und so kann ich ihn eben relativ gut auf, in Schach halten hier. Und zu dem Zeitpunkt, also es muss nicht sein, dass er hier so All-In ist, aber er ist halt relativ All-In. Er hat nur ein Dorfzentrum gebaut. Und ich bin mittlerweile auf 3. Und wir sehen auch hier, das resultiert natürlich darin, dass ich aktuell 14 davor nach vorne bin. Und er kann sich sehr gut denken, dass ich dahinter eher die boomlastige Variante spiele. Also dass bei mir auf jeden Fall zusätzliche Dorfzentren da sind. Aber, und wir haben es ja aus meiner Perspektive auch gesehen, das Ganze war trotzdem nicht ungefährlich für mich. Ne? Also ich hätte hier auch einbrechen können. Was auch, achso, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Das habe ich aber relativ am Anfang, als diese Bedrohung kam, schon gemacht. Ich bin auf Stein gegangen, um ich kann mir halt so lange mit diesen ganzen Einheiten hier Zeit kaufen, bis ich eine Burg baue. Sobald eine Burg steht, ist der Angriff von ihm komplett abgeblasen. Da kann er dann nicht mehr durch. Dafür habe ich dann auch hier ein bisschen Platz gemacht, indem ich die Felder gelöscht habe. Ja, das sind so die Maßnahmen gewesen. Ich konnte mich hier nicht so richtig nachmauern. Das wäre natürlich besser gewesen, um mehr Platz zu behalten. Aber da ist die Burg halt in der Nähe. Die kann halt den ganzen Bereich hier abschirmen. Und deshalb ging das bei mir nicht. So, er immer noch auf dem einen Dorfzentrum, aber er investiert eben auch einiges in zwei Burgen, die ganzen Belagerungswaffen, die jetzt vorne sind. Und er kann hier aber nicht so richtig den Druck aufmachen, aufbauen. Was noch gut gewesen wäre, wäre vielleicht mal hier vorbeizuschauen, dass er halt guckt, ob er hier rüber kann. Da hätte ich natürlich woanders hingeschickt, das wäre jetzt auch nicht das Riesenthema gewesen. Aber wir haben ja aus meiner Perspektive auch gesehen, dass ich sehr viele Flüchtigkeitsfehler gemacht habe, weil ich mich sehr darauf konzentrieren musste, das Ganze hier einigermaßen sauber abzuwehren.
mal ein bisschen schneller, weil ich glaube, allzu viel aus seiner Perspektive gibt es dazu gar nicht zu sehen. Also er war weiterhin auf dem einen Dorfzentrum. Jetzt ist das Kloster kaputt. Da hätte halt meine Mangel... Ach, da kam auch noch dazu, dass ich natürlich da Häuser irgendwie vergessen hatte. Wir sehen es hier. Weil er mir auch Häuser kaputt macht natürlich. Keine gute Kombo für mich. Jetzt sieht er auch hier, dass die Burg da ist. Eigentlich muss ihm da auch klar sein, dass der Angriff jetzt vorbei ist, weil er kann jetzt zwar reinlaufen, theoretisch, versuchen das zu verhindern, aber ich könnte 10 Dorfwohner dabei verlieren, das würde sich trotzdem noch für mich lohnen, weil ich fast doppelt so viele Dorfwohner habe wie er. Und das Dorfzentrum ist in der Nähe, das auch, wie eben die Plänkler, plus 2 Reichweite hat. Sehr gut von eben die Skorpione, die gegen die Plänkler ganz gut sind. Die haben sehr viel Fernkampfpanzerung. Da hätte einfach eine Mangel von mir früher und eine Mangel, auf die ich besser aufpasse, gereicht, um das abzuwehren, aber das war von mir halt relativ spät. Ein Vorteil übrigens, der vielleicht nicht immer ganz so ersichtlich ist, wenn man nur auf einem Dorfzentrum spielt, wie er es gemacht hat, ist, dass man schnell schneller die Nahrung bekommt, um in den Imperialzeit zu gehen, weil man eben die ganze Zeit nicht so viel Nahrung ausgibt. Der hat halt konsequent nur hier irgendwie 10 Leute auf Nahrung gehabt, jetzt erst das zweite Dorfzentrum. Das heißt, erst jetzt hat er die höheren Nahrungskosten und dafür ist seine angesparte Nahrung schon relativ relativ gut. Dafür, dass er eben keine so ausgebaute Wirtschaft hat wie bei mir. Und dadurch wird der Abstand jetzt auch nicht unbedingt größer. Also ich bin jetzt 23 davor nach vorne und... Ne, 33, sowas. Ja. Serien ist immer noch nicht meine Stärke. Aber ja, eigentlich ist das Spiel an der Stelle schon relativ gegessen, weil ich eben diesen großen wirtschaftlichen Vorteil habe und er gleich dann natürlich auch noch dieser technologische Vorteil dazukommt. Und er mit seiner Armee kann er hier nichts machen. Arambai ist jetzt im Prinzip vorbei. Als Inder kriege ich auch relativ gut Upgrades eben auf meinen Pferdkämpfern. Deshalb ist es relativ schwierig für ihn. Ich hätte auch auf berittene Bogenschützen gehen können, aber Plänkler sind hier einfach der klarere und einfachere Konter. Die machen halt noch Bonusschaden und haben selber ein bisschen mehr Panzerung gegen den hohen Fernkampfschaden, den die verursachen hier. Er hat auch das dritte Dorfzone gemacht. Ich glaube, das war eher ein Fehler, obwohl er ist schon auf dem Weg in den Paradeset. Da ist es dann in Ordnung. Und sein Switch geht jetzt hier auf die Kasernen. Aber ich glaube, hier gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sehen. Das Spiel war an der Stelle schon entschieden. Deshalb lasse ich es, glaube ich, an der Stelle, damit die Analyse nicht zu lange wird. Es gibt eigentlich keinen großen Faktor für ihn, der noch für ihn spricht hier an der Stelle, weil er einfach wirtschaftlich enorm hinterher ist, seine Burg verliert, er technologisch hinterher ist und den Push von mir jetzt hier natürlich auch nicht aufhalten kann. Wir können vielleicht nochmal ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgucken, weil bei mir natürlich auch die leichten Kanoniere einfach ein Faktor sind. Und leichte Kanoniere kontern Infanterie sehr, sehr stark, haben plus 10 Angriff pro Schuss dagegen. Meine Kamele verhindern, dass er hier stärker auf eigene Kavallerie, zum Beispiel Elefanten, geht. Die sind da nicht so gut gegen, nicht so kosteneffizient. Und mit meinem ganzen Belagerungsgerät kann ich ihm im Nu halt alles kaputt schießen. Von daher, ich denke, sollte einleuchten, warum es an der Stelle nicht mehr so offen war, die Partie. Aber ich möchte nochmal betonen, das war sehr, sehr aktiv von ihm gespielt. Das war sehr aggressiv gespielt. Das hat mich in die ein oder andere Bedrulle gebracht. Und viele Fehler von mir vor allem provoziert. Und das ist sehr, sehr gut gewesen. Ich glaube aber nicht, dass das eine Strategie ist, die er oft spielt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass er das so oft macht. Wie gesagt, also ich weiß, dass er auf Arabien auf jeden Fall ein guter Spieler ist. Ich weiß nicht, ob er so oft Arena spielt, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass er mitgemacht hat. Schaut euch bei Torum auf jeden Fall auch mal den Twitch und den YouTube-Kanal an. Das Ganze werde ich für euch verlinken. Ich hoffe, ihr habt bei dieser Folge Arena auch einiges gelernt und hattet ein bisschen Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.